that kills me makes me feel it. Endlich! Lass dir ruhig Zeit, wie üblich. In Ordnung, schnapp dir deine Ausrüstung und geh zum Bahnsteig. Sie warten schon auf uns. Wir treffen uns dort. Hey, Artyom, vergiss nichts. Ja, und damit Servus und willkommen zurück bei der zweiten Folge Metro Redux. Ihr habt es nicht anders gewollt, ihr habt entschieden. Wir machen weiter mit der zweiten Folge. Legen wir los. Mal gucken, wie es weitergeht. Hier ist mal in dem Labyrinth die Orientierung finden. Aber ich habe ja jetzt hier diesen Kompass. Ein wahlloses Durcheinander hier. Jeder quatscht hier durcheinander, fast wie bei mir zu Hause. Immer am Pfeil nach. Jo, das sieht nach Waffenkammer aus. Jawohl. Jo, das brauche ich. Na, gib mir mal eine fette Bumme her. Hergestellt. Die Genauigkeit ist eher traurig und sie überhitzt wie die Hölle. Daher wird sie auch Bastardpistole genannt. Warum gibst du mir dann so einen Scheiß? Ja, gib mir die Waffe schon her. Hallo? So. Kurze Feuerstöße, Artyom. Kurzes Problem gehabt. Auch etwas Munition. Hier ist ein Universalladegerät, damit die Akkus... Jo, bin ich jetzt MacGyver oder was? Muss ich mir hier alles selber zusammenbasteln? Oder noch schlimmer, an die Oberfläche. Was ist? Armeeausgabe der Medipacks, nur für den Fall. Okay. Okay, du bist ausgerüstet, mein Freund. Probier auf der Schießbahn alles aus. Versuche, deinen Kopf nicht so weit herauszustrecken. Okay, hier können wir vermutlich testen. Jo, geiles Ding. Die streut wie Sau. Jo, passt. Okay, würde ich sagen, legen wir los. Ab geht die Post. Wohin müssen wir? Geradeaus weiter. Hier muss ich rein. Heino. Schön romantisch am Feuer. Die haben wohl hier unten alles, was sie brauchen. Hammerhart. Ich glaube, so können die echt nicht leben. Sei gegrüßt. Du bist also bereit aufzubrechen. Jo, bin ich. Bist du bereit? Hau rein. Er hat gesagt, dass er glücklich sei, dass unsere Grenzen mit ihrer Hilfe gesichert werden. Wenn ihr irgendwelche Wünsche habt, von wegen die Länge der Folgen, lasst es mich wissen, schreibt es unten rein. Nur so kann ich mich euren Wünschen anpassen. Ansonsten ziehe ich das Ding erstmal so durch. 15 Minuten, eine Folge. Hey Leute, ihr wollt nach Riga? Ja, komm rein. Genau. Könnt ihr mich mitnehmen? Das kostet Fuffi. Aber nicht kostenlos. Du musst sag ich doch. Wann den Hebel bedienen. Welchen Hebel? Geht klar. Dann los. Fuck. Lass ja den Hebel in der Hose. Also gut, allen, die zu Hause bleiben, viel Glück und uns natürlich auch. Ich wünsche uns viel Glück. Bist du also bereit? Jawohl, tu was für dein Geld. Ja, Artyom, endlich frei. Naja, zumindest für die Dauer der Fahrt. Es wird bestimmt Spaß machen. Oder gefährlich werden. Noch besser, oder? Es
Es war das erste Mal, dass ich meine Heimatstation verließ. Es machte mir Kummer, dass ich meinem Stiefvater nicht die Wahrheit gesagt hatte. Ich würde von Riga nicht direkt zurückkommen. Aber Hunter war auf mich angewiesen. Jetzt lass mal hier ein bisschen Action raus. Viele Sequenzen. Riga, ich mache die Runde. Kaufe Waren ein. Ich wette, dann hast du schon ein paar Orte gesehen. Der Markt kommt direkt nach Riga. Und das ist bereits eine große Metro. Bisschen ätzend, muss ich sagen. Man kann nichts tun, nur gucken. Entweder das oder man muss von der Hanse sein. Wieso das? Die Hanse verbindet die ganze Metro und hat viele Stationen. Aber Außenseiter sind nicht willkommen. Und wenn es nicht die Hanse ist, musst du durch die rote... Es sieht ja ganz schön aus. Und ich verstehe ja, man muss ein bisschen die Geschichte aufbauen. Den Spieler hineinversetzen in die Geschichte. Aber wir wollen doch eins nur. Ballern, Junge, ballern! Langsamer, Jungs. Peter, was ist los? Eine Militärkarawane ist bei der Alexejewskaja stecken geblieben. Ein Tunneleinsturz oder so eine Scheiße. Ihr müsst den Diensttunnel nehmen, der an der Alexejewskaja vorbeiführt. Und wen interessiert das bitte? Ach Mist, ich hasse diesen Tunnel. Also gut, Peter. Öffne das Tor. Es gibt keinen Grund, hier ewig stehen zu bleiben. Würde ich auch sagen, gib mal Gas. Was ist denn mit dem Tunnel? Es ist ein normaler Tunnel. Vielleicht nicht gut beleuchtet. Ich bin letzten Monat da durchgegangen und ich mag ihn einfach nicht. Mal hier ein bisschen Licht ins Dunkle bringen. Okay. Die Wände verraten wohl einiges. Da wird uns wohl ein bisschen was erwarten. Was sind das für grüne Dinger hier, dass sie so leuchten? Ratten. Verdammt tut mein Kopf weh. Wenn du mir hilfst, den Hebel zu bewegen, kommen wir schneller ans Ziel. Okay, Eugene, hilf dem Mann. Wir sollten schneller. Eugene! Klar, Eugene. Auf diese Weise kommen wir schnell nach Riga. Wir sollten schnell von hier verschwinden. Es ist unheimlich, wenn Sie hier sind. Was war das für ein. Sie? Was war das? Wer? Kannst du sie nicht weinen hören? Wen meinst du mit sie? Wovon redest du da? Ich meine, der denkt wahrscheinlich Gespenst oder sowas. Boris! Hey, was? Was geschieht mit mir? Was? Oh mein Gott! Da kommt irgendwas. Blind, ich bin blind! Artyom! Wie in einer Ehe, konzentrier dich auf das Licht am Ende des Tunnels. Lass es einfach geschehen. Was sind das für Geister? E.T.! E.T. nach Haus telefonieren. Zehn Minuten hier schon, die erste Folge. Und nur Sequenzen. Kann ich natürlich auch ein Spiel aufbauen, aber... Na, da muss jetzt mal ein bisschen was passieren. Aufwachen, Freunde. Muni stört ein bisschen. Boris. Da kommt doch irgendwas. Lauf, Schlampe, lauf! Stirb, du Judas!
Boah, was? Ich habe keine Muni mehr. Wow. Verpiss dich! Ab das Ding! Mach mal hier Hackfleisch raus. Jawohl. Ja, erstmal zack, weg das Ding. Bäm. Die Waffe gefällt mir schon mal. Man kann da links und rechts mit L2 und R2 schießen. Ja, mache ich. Jawohl! 100er Brezi am Stissel! Komm ran! Komm auf den Meter ran hier! Bäm! Lad, Junge, lad! Bräuchte hier Fingerfertigkeit, Bro! Jawohl! Was zur Hölle ist hier passiert? Hab ich! Jawohl! Ich könnte mal hier ein bisschen Hilfe gebrauchen! Fuck! Nein! Oh oh. Scheiße. Die haben mich nicht gesehen. Nimm die Beine in die Hand und lauf, Junge, lauf. Wer schießt denn da? Lit, komm hierher, schnell. Jawohl. Nicht den Flammenwerfer benutzen. Gib ihm eine Chance. Grillt die Schweine. Das war heiß. Huh. So wünsche ich mir das. Action hier. So macht es doch schon mal Spaß. Die Rika-Station war nur der erste Halt auf meiner Reise. Aber die Karawane fuhr nicht weiter. Bevor sich also unsere Wege trennten, tranken wir auf unser Überleben. Der Wodka ertränkte meine Furcht, allein zur Polis zu reisen, allerdings nicht. Aber dann, zu meiner Überraschung, stieß ich auf einen Partner, mit dem ich nicht gerechnet hatte. Gorbatschow? Moin, Sehens. Alles klar, Jungs. Trinken wir auf unseren Freund Artyom, der Monster und Anomalien gleichermaßen bekämpft. Auf, Artyom. Auf dich! Na, Strovje. Hau weg das Ding. Ohne dich, Artyom, wären wir wie Kohl zerfetzt worden. Du hättest deinen Orden verdient. Ja, sag ich ja. Beast Mode, Junge. Oder wenigstens etwas extra, Mun. Hier, nimm das. Ich mich verarschen. Artyom, auf dich! Artyom, bist du wirklich immun gegen diese Scheiße? Mal sehen, ob dieser Pilzwodka ihn umhaut. Okay. Was geht ab? Das müssen wir mal untersuchen. Auf unser Glück. Und auf Artyom. Halt die Fresse, auf ich will dich. Da nach hinten. Ich hätte das Ding schon längst auf einmal ex-hop und weg. Der Wodka haut rein. Wem sagst du das? Der Tunnel zum Markt ist verschlossen und ich langweile mich zu Tode, während ich herumsitze. Wir sind durch eine Art unsichtbare Welle gefahren. So, nehmen wir mal die Muni hier mit. Als ich zu mir kam, jagte uns eine Horde Nosalis. Gucken wir uns noch kurz um, was noch hier so gibt. Die lassen hier immer irgendwo Muni rumliegen. Die Wumme würde ich gern mitnehmen hier. Komm, drück mal an hier. Geht leider nicht. Eine Notiz. Da habt ihr sie auf die Augen. Und weiter geht's. Jawohl. Können wir eine Runde Klavier spielen. Gut, dann gehen wir weiter. Ich hab meine Rechte. Lasst mich aus der Station raus. Was interessiert es dich überhaupt, ob ich lebe oder sterbe? Hier komme ich wohl nicht weiter. Das interessiert mich überhaupt nicht, Arschloch.
aber ich habe meine Befehle. Na? Na, wie heißt sie denn, Kleine? An der schwarzen Straße wartet ein Mann auf sie. Für eine Patrone führe ich sie dahin. Nö. Kannst mich mal. Brauch nichts. Na gut, dann suchen Sie ihn doch selbst. Ja. Und Sie sind wirklich geizig. Nee, ich bin Schwabe. Sparsam, Junge. Nicht geizig. Geizhals. Sparsam. Geizhals. Nein, sparsam. Halt jetzt die Fresse oder ich schmeiß sie hier ins Feuer. Ich würde gerne das Licht hier anmachen. Ich hoffe, ich bereue es nicht. Ja, wir wissen's. Du bist ein nerviges AK-Kind. Wer wissen will, was ein AK-Kind ist, der guckt mein Video an. Das AK-Kind. Scheint mir so eine Art Open World zu sein. Na? Okay, hier geht's weiter. Ich muss immer Ausschau halten. Jo. Können wir jemanden brutzeln hier? Muss hier irgendwo weiterkommen. Ich hätte vielleicht doch das kleine Mädchen vorauslaufen lassen sollen. Nein, ja. Der da unten sägt nicht schlecht. Komm so nicht hoch. Ja, komm. Ich sehe doch hier nichts und ich habe kein Licht. Nachtsichtgerät habe ich auch nicht. Verdammte Scheiße. Habe ich es mal wieder bereut? Ich lasse mir aber auch ungern helfen. Muss ja hier irgendwo weitergehen. Mal hier rüber. Komm her, du bist Artyom, richtig? Jawohl. Setz dich. Bin ich. Man nennt mich Bourbon. Hör zu. Bourbon? Ich muss zur Trockenstation, um Geschäfte zu erledigen, aber dieses Rattenloch ist abgeriegelt. Ich kenne jedoch eine sogenannte verfluchte Passage, vor der man hier Angst hat. Aber wie ich gehört habe, wirkt die Scheiße in den Tunnels bei dir nicht. Du kannst mir also dorthin helfen. Und ich gebe dir meine AK, wenn wir dort sind. Jawohl, ich krieg dein Arschlochkind. Gut. Das kannst du behalten. Hier ist eine Vorauszahlung für den Fall, dass du dich erst ausrüsten musst. Bist du bereit? Ich bin bereit. In diesem Mistloch zu hocken ist nutzlos. Ja, bevor es dann hier weitergeht, würde ich sagen, machen wir mal einen Cut. Die zweite Folge. Ich würde sagen, wir sehen uns in der dritten Folge. Macht's gut. Bis dann. Euer Yogi. Ciao.